Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Guten Abend Hip-Hop von Haze in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zu Vinyl, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Guten Abend Hip-Hop aus dem Jahr 2016. Es ist das Debütalbum von Haze, dieses als CD und als Vinyl erschienen. Bevor wir uns das Ganze anschauen, machen wir mal kurz die Folie auf, beziehungsweise ab, und schauen uns das Ganze dann im Detail an. So. Wenn ich richtig informiert bin, dann finden wir in dieser Vinyl eine Doppel-LP vor, also zwei Vinyls, zwei Schallplatten. Und noch eine Bonus-Vinyl, wahrscheinlich eine kleinere. Diese beinhaltet dann die Bonus-EP, wie der Hase läuft, die es damals ja als Free-EP gab. Also, so sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine schwarz-graue Vinyl, also das Cover ist schwarz-grau. Hier oben links lesen wir einmal Haze und darunter Guten Abend Hip-Hop, Punkt, Punkt, Punkt. Und rechts haben wir dann skizziert Haze, wie man ihn kennt, mit Joint im Mund und Haube auf dem Kopf. Dahinter so eine Backsteinwand. An der Seite lesen wir ganz oben, ich hoffe, man kann das lesen, Haze, Guten Abend Hip-Hop. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Plus den Informationen, wer daran beteiligt war, wer die einzelnen Tracks produziert hat oder gefeatured wurde. Gut, dann unten noch die Credits und ein Barcode. Das Ganze lässt sich hier schön aufklappen. Auf der linken Seite haben wir einmal abgebildet in der Mitte Haze auf einer Bank sitzend mit Kollegen. Und auf der rechten Seite haben wir eine Widmung, die relativ lang ist. Könnt ihr euch natürlich gerne kurz anhalten und durchlesen. Dann schauen wir mal hinein. Also, in dem ersten Fach haben wir die Vinyl Nummer 1 in weißem Papier. Und zwar haben wir hier einmal die A-Seite und das Ganze ist nummeriert. Also Vinyl 1 steht hier, Seite A. Hier haben wir 4 Tracks an der Zahl. Ein Feature von Easy Ono. Und dann haben wir hier die B-Seite und hier haben wir 5 Tracks an der Zahl und ein Feature, und zwar ist das in dem Fall Motrip. Die Vinyl klassisch in schwarz gehalten. Machen wir das Ganze mal wieder rein. So. Ja, genau. Und wie erwartet haben wir jetzt hier noch im ersten Fach die Bonus-EP, kommen wir gleich noch dazu. So. Also, das war Vinyl Nummer 1. Dann haben wir hier Vinyl Nummer 2. Noch was. Deutlich mehr Inhalt als erwartet. Oh, das sieht man sehr selten bei Vinyls. Wir haben hier einmal einen Sticker und dann ist hier hinten noch etwas eingezwickt. Was haben wir hier noch? Eine Downloadkarte. Okay, dazu kommen wir auch gleich noch. Vorab schauen wir uns noch kurz die zweite Vinyl an. Also, diese jetzt natürlich logischerweise durchnummeriert mit Vinyl 2, Seite A. Und hier haben wir auch wieder 5 Tracks an der Zahl, beziehungsweise 4 Tracks und einen Skit und ein Feature von Schwaber Attack. Und dann haben wir auf der Rückseite die letzten 3 Tracks, ein Feature von Raf Camora und Bones MC. So, auch diese Vinyl klassisch in schwarz und hier in diesem weißen
einlege in dieser weißen Hülle. Machen wir die auch wieder rein. So. Und dann haben wir hier einmal ein Poster mit drinnen gehabt. Finde ich sehr schön. Sieht man sehr selten bei Vinyls. Ein großes Poster. Also, wir haben hier abgebildet den Interpreten des Albums Hayes vor einer grauen Mauer mit Poloweste und einem Hund an der Leine. Dürfte sein Hund sein. Er hat ja meines Wissens mehrere Staffs. Rückseite ist blank weiß und das Album, also das Album, das Poster im Hochformat. Dann haben wir noch einen Sticker, dieser quadratisch in schwarz und weiß gehalten. Guten Abend Hip-Hop lesen wir hier. Dann haben wir die Downloadkarte, bedeutet wir haben hier auf der Rückseite, das was ich jetzt gerade zuhalte, einen Downloadcode und dann kann man das Album natürlich in MP3-Version runterladen. Und dann haben wir noch eine zusätzliche Vinyl, und zwar die Vinyl der Wie der Hase läuft EP. Wie gesagt, die gab es ja damals, ich glaube 2014, wenn ich mich nicht täusche, als Free Download. Und die wurde dann hier nochmal auf Vinyl gepresst. Gefällt mir sehr gut. Auch hier wieder der Hund, also sehr schönes Cover. Und dann auf der Rückseite haben wir 6 Tracks. Die werden jetzt aller Wahrscheinlichkeit nach 3-3 jeweils aufgeteilt sein. Wir schauen mal kurz nach. Also wir haben hier einmal die A-Seite, jawohl, mit 3 Tracks. Und dann haben wir hier auf der Rückseite die B-Seite, ebenfalls mit 3 Tracks. Keine Features, sondern wirklich 3 Solo-Tracks. So, Vinyl machen wir mal wieder rein. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Vinyl Edition von Guten Abend Hip-Hop befindet. Einmal eben gezeigt die Vinyl der Bonus-EP, eine kleine Vinyl. Dann einmal der Sticker, quadratisch in schwarz und weiß. Das Poster, einseitig bedruckt, im Hochformat. Der Downloadcode für das Album Guten Abend Hip-Hop. Und natürlich die Doppel-Vinyl, die Doppel-LP des Albums Guten Abend Hip-Hop. Das alles in dieser wunderbaren Vinyl-Edition vom Album Guten Abend Hip-Hop von Hayes. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Hayes unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.